Hallo ihr Lieben, ihr seid bestimmt überrascht, dass ihr mich schon wieder seht, aber ich muss mich einfach mal wirklich total herzlich bei euch bedanken. Ich habe gedacht, ich mache jetzt so eine Küche, okay, aber Wohnzimmeratmosphäre. Ich habe hier mein Getränk, das ich immer hier aus dem Bottich im Moment trinke, weil ich immer meine ganzen, mein gecrashedes Eis da reingebe und im Glas, da kommt ja nichts bei rum, deswegen habe ich hier immer meinen Messbecher, also zum Wohl auf euch. Das tut gut. Und ja, weil ich finde, das habt ihr wirklich verdient, dass ich das nochmal in einem Video mache. Vor allem ist es auch ein bisschen blöd, wenn ich jedem einzelnen von euch das gleiche eigentlich schreibe, weil dass ihr mich da so unterstützt, das ist wirklich ein, ich kann es gar nicht richtig sagen, es ist so ein tolles Gefühl, vor allem weil ihr euch auch so nicht nur so kurz schreibt, auch ausführlicher, was auch so viel Sinn hat, wo ich mir wirklich Gedanken mache, also wo auch wirklich bei mir ankommt, also richtig ankommt. Und ich finde, das habt ihr da auch verdient, dass ich da ein Video drüber mache. Und nur gestern wirklich, ich war so fertig, da hätte ich mich echt nicht zeigen wollen. Denke, das könnt ihr auch verstehen. Da habe ich, eigentlich habe ich da nur noch geheult. Deswegen habe ich jetzt auch so Durst, weil ich so viel rumgeheult habe, weil ich so viel Wasser verbraucht. Nee, aber weil ja dann der Sänger von Linkin Park sich da auch noch umgebracht hat, aufgehängt hat und der ja auch mit Depressionen zu tun hatte und da ging mir das auch wieder total nah, weil ich das halt einfach alles so nachvollziehen kann, aber ich das halt einfach so ein toller Sänger für mich war und ja, dann war irgendwie alles vorbei, aber ja, deswegen habe ich mir jetzt schon mal Gedanken gemacht, will jetzt auch noch nicht so viel sagen, weil ein bisschen Abstand ist, glaube ich, ganz gut. Aber es tut halt wirklich sehr gut, diesen Zuspruch zu haben, auch wenn ich mir das nur bildlich vorstelle. Eine Zuschauerin, leider weiß ich jetzt den Namen von ihr nicht, weil das jetzt von gestern so viele verschiedene waren. Und zwar die dann geschrieben hat, dass das schon so sozusagen Ritual ist, dass sie das immer guckt und sich so drauf freut und so. Das haben aber auch andere geschrieben, also nicht das mit dem Ritual, aber das ist irgendwie so, kann man sich irgendwie bei so einer kleinen Abonnentenzahl gar nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich so ist. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, aber natürlich schön komisch. So, ich musste ein kurzes Päuschen einlegen, denn der Akku war leer. Aber in der Zwischenzeit habe ich mich um die Wäsche gekümmert, also habe die Zeit sinnvoll genutzt. Aber eigentlich geht das Video jetzt eigentlich ja auch nur, schon wieder eigentlich, um mich wirklich aus tiefstem Herzen zu bedanken. Und was ich aber auch noch gedacht habe, und zwar, weil ihr habt es oft geschrieben, was ich eigentlich auch total unterstütze, also eure Meinung. Und zwar das mit dem, dass man da ja nicht so viel Wert drauf legen soll und so. Was ich auch finde, also dass ihr da recht habt. Aber ich habe halt so gedacht, wenn es jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel so Vlogs macht oder so und oder Follow Me Arounds oder irgendwie so andere Sachen außerhalb von Backen und Kochen, dann denke ich mir immer, okay, das ist immer so eine Ansichtssache, mag man den Menschen, ist der einen sympathisch oder nicht oder so. Aber ich habe halt zum Beispiel gedacht, wenn jetzt jemand Fremdes zum Beispiel Apfelkuchen eingibt und kommt zufällig auf meine Seite und irgendwelche machen sich da wirklich einen Spaß halt daraus, ich habe jetzt mehrere Daumen nach unten und diese fremde Person sieht es halt, achtet da halt drauf und guckt und sieht dann halt so, ach so, ja okay, dann haben das viele schon nachgemacht und der Kuchen ist scheiße, also gucke ich da nicht, also macht die nur einen Scheiß sozusagen. Und da habe ich halt gedacht, ja toll, jetzt hast du das überhaupt nicht mehr in der Hand, was du dir so mühevoll aufgebaut hast, weil dadurch nimmt es ja so selbst seinen Lauf. Dann, wenn man halt das irgendwie, natürlich ist das auch ärgerlich, wenn du Vlogs machst und da kommen dann Daumen nach unten, weil das ist, geht ja dann wieder auf deine Person. Aber da kann ich eher noch das mit den Neidern nachvollziehen, weil es gibt ja so viele große YouTuber und ich glaube, klar, umso größer du bist und weißt, wenn die dann nur ihre Wohnung zeigen und das ist natürlich irgendwie so ein Riesenteil, dann klar, dann, das merkt man dann, dass die Leute einfach darauf halt dann neidisch sind und das so machen. Aber ich denke halt so, bei diesen Essenssachen, da denke ich immer, die Leute denken dann, ach ja, nee, dann ist das Rezept scheiße. Also gucken wir da nicht, gucken wir da halt, wo es besser läuft sozusagen. So war halt mein Gedankengang. Es kann auch sein, dass ihr das anders seht oder so, dass ich das nur so sehe. Aber deswegen hat mich das einfach gestern alles ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Aber wie gesagt, heute bin ich nur erschöpft und müde und will mich einfach nur entspannen. Aber mir war das halt wichtig, das euch einfach jetzt nochmal so zu sagen. Und
ja, dass ich wirklich beeindruckt bin, dass ihr das so toll macht. Und am liebsten würde ich so ein richtiges schönes Treffen machen mit euch Lieben und einfach so chillen und kennenlernen und so. Aber naja, das weiß man ja, man wohnt ja alle irgendwo, keine Ahnung, wo ihr alle wohnt. Aber das, also so, sind schon wirklich viele Sachen, wo mir sehr ans Herz gegangen sind. Genau, so ist das richtige Deutsch. Und ja, das wollte ich einfach nur loswerden. Jetzt noch, wenn ihr euch fragt, wie es jetzt so weitergeht. Also ich überlege mir das jetzt in Ruhe. Aber ich habe mir halt auch schon gedacht, also selbst wenn mich irgendwie aus irgendeinem Grund diese Daumenfunktion immer noch irgendwie frustrieren würde, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, die Funktion einfach auszustellen. Ich habe mir da mal ein Video angeguckt. Da hieß es nur von demjenigen, der darüber ein bisschen so erklärt hat, dass es auch nicht so gut ankommt, wenn man die deaktiviert, weil man dann immer davon ausgeht, da steckt irgendwas dahinter. Deswegen soll man sich das gut überlegen. Deswegen war ich da jetzt auch dann wieder so, ja, ist das jetzt das Richtige oder nicht? Aber es geht ja einfach darum, erstmal sonst wieder reinzukommen, um sich nicht zu stressen oder so, wenn ich es mache. Ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen, aber ist schon eine schwere Vorstellung, jetzt gar nicht mehr zu backen, weil es ist ja auch die Konversation mit euch, die fehlt ja dann auch. Das hat mir ja auch Spaß gemacht, einfach zu gucken, was ihr schreibt und wenn ihr von euch, gerade wenn es so private Videos waren und ihr schreibt dann über eure auch Problematik sozusagen ein bisschen privater und so. Das finde ich ja auch interessant. Das ist ja nicht so, dass ich nur denke, ja, laber du mal, sondern es interessiert mich ja auch. Und ja, also ich kann nur sagen, 1000 Küsse an euch, ihr seid echt die Besten. Und das tut einfach der Seele so gut und ja, ist einfach irgendwie echt super. Also ihr seht, ich bin noch ein bisschen verwirrt von gestern, ein bisschen erschöpft. Aber das wollte ich trotzdem einfach gesagt haben. Und dann habt einen schönen Tag und fühlt euch gedrückt. Ihr seid echt toll und bis bald. Tschüss.